Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu Part 3 meiner Reaktion auf Gamer Brother reagiert auf mein Video. Heute wird wahrscheinlich auch der letzte Teil auf dieses Video bezogen sein. Aber ich finde das Ganze eigentlich geil. Das Ganze ist so fast wie so ein Interview, Leute. Das ist fast wie so ein Interview. Nur wir reden quasi über Video miteinander. Wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich geil, Alter. Eigentlich geil, Mann. Eigentlich geil, Leute. Ja? Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einfach kein Like da, Leute. Ich sag's euch. Besser nicht, Leute. Ne? Ihr wisst es, checkt lieber den Zweitkanal aus. Ihr wisst es, wir müssen hier, wenn wir schon kein Merch-Werbung machen, wenigstens den Zweitkanal pushen für die besten Musikvideos überhaupt, Leute. Link ist in der Beschreibung. Karin Ritt, sei mein Adriana Lima. Du machst süchtig so wie Rauchen. Wir treffen uns auf ne Zigarette. Viva La Vida hast wie Karin Ritt. Aber ein Samt bucht uns mit den Steuern. Direkt ein Flug nach Costa Rica. Helf mir beim Umzug, da gibt ne Anzeige. Und wenn du willst, dann aus mit die Viecher. Ich check Jasmins Insta-Stories und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Necks weg. Mach deinen Arsch zu und dich direkt weg. Mach dich sofort raus aus meiner Leitung, du Uber-Urne. Mann, ich folge Jasmin auf Instagram und checke ihre Stories ab. Flieg über. Also gerne abchecken, ja, ich würde mich freuen, Leute. Ihr wisst es. Werbung auf Gamer Brothers Nacken, Alter. Let's go. Ich glaube, er schaut sich jetzt hier in diesem Video das Video an. Ich werde die Stellen, wo ich laber, immer überspringen, weil das kennen wir ja, kommt eh nichts mehr rum. Deswegen schauen wir einfach mal. Und dann immer seine Meinung, darauf werde ich dann nochmal irgendwas sagen. Oder meine Meinung über. Achso, warte, das können wir. Ich doch weiß nicht. Ich wieder irgendeine Meinung, Leute. Da, jetzt. Aber ich weiß also nicht, wann er was sagt. Ah, jetzt, okay. Der erzählt jetzt etwas über ein Video von den Teasys, was online gekommen ist, was er sich nicht mal angeschaut hat. So, was erzählst du da? Ich mach doch auch kein Review zu einem Buch, was ich nicht gelesen hab. Hä? Da hat er recht, Leute. Ich habe das Video bis jetzt immer noch nicht angeschaut. Vielleicht werde ich mir jetzt demnächst mal anschauen, Leute. Oder beziehungsweise auch so eine Reaction drauf machen. Hat er natürlich recht, aber es ging ja generell um diese allgemeine Sache, Leute. Ja? Es ging um dieses allgemeine Thema. Dafür brauche ich das Video nicht anschauen, weil eigentlich brauche ich die Videos nicht anschauen, weil ich weiß, was der Punkt von denen ist, von jedem, ob das jetzt Teasy hochlädt, ob das Gamer Brother hochlädt, ob das irgendjemand anders hochlädt. Ich kenne den Kernpunkt, ich kenne die Aussage quasi. Ne? Also brauche ich es eigentlich mir nicht anschauen, Leute. Ja, aber ich werde es vielleicht mir auch mal jetzt demnächst anschauen und dann hier auch nochmal eine Reaction aufmachen. Dann ist es vielleicht auch besser verständlich. Ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen unverständlich. Ich hätte mir vielleicht das Video einfach anschauen sollen oder so. Dann kann man es leichter irgendwie erklären oder so. Das stimmt schon. Da hat er schon recht, Leute. So, und das ganze Video besteht aus sowas. Das ist natürlich, der hat ein Video gemacht. Aber wie gesagt, ich bin... Du hast, glaube ich, in diesem Jahr schon zu jeder möglichen Uhrzeit hochgeladen, Bruder. Wenn einer alle Upload-Zeiten durch hat, dann bist du das, Mann. Da hat er recht, Alter. Ich habe wirklich schon zu jeder... Also ich glaube, es gibt noch keine Upload-Zeit, zu der ich noch nicht hochgeladen habe. Da hat er schon recht, weil ich ja gesagt hatte, ich lade hoch, wann ich will, was ich will, wann ich will, wie ich will, wo ich will und so weiter und so fort. Da hat er recht. Ich glaube, ich habe wirklich schon mindestens einmal zu jeder Uhrzeit hochgeladen. Obwohl, ich glaube um 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, 5 Uhr morgens habe ich noch nie hochgeladen. Das sind die Zeiten, die hatte ich noch nie, Leute. Sonst hätte ich wirklich jede Zeit, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob ich früher schon mal... Nee, ich glaube, aber um geht's so weit, habe ich noch nicht. Und ich habe da zum Beispiel auch ein bisschen mit Wakes drüber gesprochen. Wakes ist ja oder war ja mal ein richtig guter Kollege von ihm. Und es geht doch nicht darum, ihm zu sagen, du musst deinen Kanal so machen. Mach deinen Kanal so. Mach deinen Kanal so. Sondern es ist doch einfach obviously, dass dieser Mensch einfach ein komplett verfehltes Weltbild von, sag ich mal, ansprechendem Content hat. Das Problem ist, was ich euch eingangs gesagt habe, der hängt halt in seiner 2.16-Blase. Für den gibt es das Wort Qualität nicht. Für den zählt nur Quantität. Das wie gesagt, Leute, da haben wir schon drüber geredet. Jetzt im ersten und auch im zweiten Video, glaube ich. Wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Er hat dann wahrscheinlich die Kernaussage meines Videos vielleicht auch nicht so ganz verstanden. Er sagt ja, er will mir nicht vorschreiben, was ich für Videos mache, sagt aber dann ja jetzt auch wieder, dass ich in dieser 2.16-Blase festhänge und keine qualitativ hochwertigen Videos für die heutige Zeit bringe und so weiter und so fort. Kann er vollkommen recht haben, Leute. Aber wie gesagt, die Kernaussage, die ich auch in Teil 1 und Teil 2 schon hier gebracht habe, ich werde weiterhin das hochladen, was ich will, worauf ich Bock habe. Ja? Ob das jetzt 2.16-Content ist, ob das 2010-Content ist, ob das 1975-Content ist oder so, ja.
So, das ist mir dann in dem Sinn egal, Leute, weil ich das weiterhin machen werde, okay? Weil ich das vorher gemacht habe und weil ich es heute auch machen werde. So, das sollte nur zu verstehen, das wollte ich nur zu verstehen geben. Ist vielleicht nicht so rübergekommen, ich hoffe ist, vielleicht jetzt. Ihr kennt das alle selber, das ist genau so, als wenn ihr, anstatt, ihr schreibt eine Mathearbeit, und anstatt euch anderthalb Stunden lang intensiv hinzusetzen und zu sagen, Bruder, ich baller jetzt rein, ich muss das jetzt verstehen. Macht ihr das nicht einmal anderthalb Stunden effektiv, sondern, keine Ahnung, ihr chillt den ganzen Tag am Handy, guckt Fernsehen und dann guckt ihr mal über 6 Stunden verteilt immer mal wieder 10 Minuten lang in so ein Mathebuch rein und denkt euch, ja, jetzt habe ich das verstanden. Der bescheißt sich selber. Ich habe teilweise von dem Screenshots okay. gesehen, so, der macht ja nur Juventus Turin, Piemonte Calcio, Foot Draft Challenge, das steht zumindest nur zum Titel und der sagt das im Video. Und im Video, da nimmt der, keine Ahnung, alle Spieler, nur nicht die von Turin. So, ja, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, kann eigentlich nicht sein, Leute. Aber gut, nochmal zu der Sache. Er hat ein gutes Beispiel gebracht, Alter, kann man nichts gegen sagen. Hat er recht, so, wie gesagt, ist seine Meinung. Machen wahrscheinlich 90% der Schüler so, dass sie nicht vernünftig lernen. Deswegen brauchen die auch mal viel, viel länger. So, dann bin ich halt auch so, Alter, ist okay. Ey. Dann bin ich halt auch so, dann von mir aus mache ich das auch weiterhin so, ja, das ist okay. Aber doch nicht. Die Videos sind einfach nur dafür da, um halt irgendwie überhaupt was zu bringen. Dafür sind die da. Und meiner Meinung nach sind die dafür da, um halt irgendwie noch so ein bisschen was mitzunehmen. Irgendwie dann doch nochmal den Merch-Shop zu produzieren. Ich sag, da haben wir schon drüber gesprochen, Leute. Macht halt in meinen Augen nicht so viel Sinn, diese Rechnung, die er da jetzt aufstellt. Wie gesagt, haben wir schon in Teil 2 viel drüber und gesprochen. Und das ist auch deswegen legitim. Du machst YouTube wegen Geld. Ich glaube, das sagt er auch in dem Video. Ich mache auch YouTube wegen Geld. Ich würde niemals 7 Tage die Totti-Woche durchstreamen, wenn ich damit nicht Geld verdienen würde. Da hätte ich gar nicht die Ressourcen dafür. Aber Bruder, du machst obviously YouTube wegen Geld und stell dich da nicht hin und sag, oh nee, mir macht das aber Spaß und ich mache das ja hier. Nein, du bist faul geworden. Du bist faul geworden. Du hattest 2016 damit Erfolg und du lebst immer noch in 2016 und du legst dir das irgendwie zurecht. Ja, eigentlich müsste ich ja damit Erfolg haben, weil 2016 hat das ja auch funktioniert und... Habe ich noch nie gesagt, dass ich eigentlich damit Erfolg haben müsste, weil, also das macht gar keinen Sinn, habe ich noch nie gesagt, dass ich jetzt damit auch erfolgreich sein müsste, weil das 2016 erfolgreich war, Leute. Ich bin mir dessen bewusst, dass es vielleicht 2016 erfolgreich war und jetzt heutzutage nicht mehr erfolgreich ist, aber ich habe das habe ich ja so nie gesagt, Leute. Ich mache es ja trotzdem weiterhin, weil ich es 2016 so gemacht habe, nicht... Weil ich damals erfolgreich war, mache ich es heute noch genauso. Ich sehe es ja selber, dass es vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist. Ich mache es einfach, weil ich darauf weiterhin Lust habe, diese Sachen zu machen. Und natürlich mache ich YouTube aus Geld, was natürlich ganz klar ist. Wenn ich jetzt, was weiß ich, kein Geld mehr damit verdienen würde, ich würde trotzdem noch weiterhin YouTube machen, aber ich würde natürlich niemals YouTube in diesem Ausmaß machen, wie ich es jetzt mache. Dann würde ich vielleicht nur noch, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Videos die Woche bringen, weil ich dann gar keine Zeit mehr dazu hätte, weil ich dann was anderes machen würde und so weiter und so fort, ja. So, deswegen. Aber, also, das macht in meinen Augen auch nicht so viel Sinn, was er jetzt gerade gesagt hat. Klar, ich verdiene damit Geld. Klar, ich mache es auch noch aus weiterhin, weil ich damit Geld verdiene. Steht außer Frage. Aber ich würde, wenn ich jetzt was anderes beruflich machen würde, sage ich jetzt mal, würde ich trotzdem YouTube höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es sich dann entwickeln würde, aber immer noch weitermachen. Nur der Zeitaufwand würde dann anderer sein, ja, den ich dann dafür verwenden würde, ja. Der wäre nicht mehr so hoch, wie er jetzt ist, ja. Auch wenn es vielleicht 10 Videos sind, jetzt mal übertrieben, die vielleicht nur 20 Minuten Aufwand haben, ja. Trotzdem sind es dann 2, 3, 4 Stunden, die man dafür aufbringen muss. Und diese Zeit hätte ich dann vielleicht nicht mehr. Aber ich würde es trotzdem höchstwahrscheinlich noch weitermachen. Wenn ich dann irgendwann gar keine Zeit mehr oder so dazu hätte, beziehungsweise das ist halt auch immer so eine Sache, man hat immer Zeit, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, hat man immer die Zeit, Leute. Aber wenn es wirklich mal so sein sollte, dass ich gar keine Zeit mehr dafür hätte, dann würde ich es halt auch nicht mehr, oder gar keine Lust mehr dazu hätte, dann würde ich es halt auch nicht mehr machen. Aber Fakt ist, ich mache es natürlich aus Geld, aber ich mache es nicht nur aus Geld, was auch oft gesagt wird. Ja, also das muss man auch mal klarstellen. Ich glaube, das ist aber bei jedem YouTuber so. Jeder macht es aus einer gewissen Art und Weise daraus, weil er damit Geld verdient, was vollkommen okay ist, was vollkommen normal ist. Aber jeder macht es auch zu einer gewissen Art und Weise einfach, weil er darauf Bock hat, weil er darauf früher Bock hatte und heute darauf Bock hat. Ja. Aber ich werde weiterhin diese Videos machen, auf die ich Bock habe. Und wenn das 2016 Videos sind oder 2014 Videos, ist dann auch egal. Ja. Deswegen. Naja, jetzt hassen mich aber alle, weil, naja, ich bin ja eh unbeliebt und, naja, weil ich bin ja eh unbeliebt und ich könnte ja auch anders, aber muss ich nicht, weil ich bin ja eh unbeliebt.
guckt euch mal ganz gerne das Interview bei Sweater an. Da wird euch das 1:1 wiedergespiegelt. Es gibt so viele Leute, die würden sich für 430.000 Abonnenten ein Ei abschneiden. Digga, vor 5 Jahren hätte ich mir für 430.000 Abonnenten beide Eier abgeschnitten. Kann er ja gerne machen, Leute. Von mir aus. Aber im Endeffekt, Digga, es ist eine Zahl, Leute. Ja. Es ist eine fucking Zahl, Alter. Ja. Wie gesagt, ich habe es schon so oft gesagt, Alter. Früher war ich nur geleitet von Zahlen auf YouTube, ja. Da ging es in erster Linie noch nicht mal um das Geld, das da am Ende bei rumgesprungen ist. Auch. Aber sondern mehr um die Zahlen, wie viel Aufrufe ein Video hat, wie viel Abonnenten man hat und so weiter und so fort. So, das hat einen, oder mich persönlich, das hat einen so auf eine gewisse Art und Weise so verrückt gemacht, Leute. Weil man immer geschaut hat, wie kann ich das steigern, mehr Klicks, mehr Aufrufe, dadurch natürlich auch mehr Geld. Aber das war in erster Linie zweitrangig. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Ich würde euch das jetzt sagen, wenn es anders wäre. Natürlich spielte das auch immer mit eine Rolle. Aber mir war es lieber, ganz ehrlich, am Tag x viele Abonnenten zu machen, was weiß ich, 1000 Abonnenten an einem Tag und dann vielleicht ein bisschen weniger Geld zu verdienen, ja. So, heute ist es vielleicht andersrum, ja. Heute, ehrlich gesagt, mir ist es egal, wie viele Abonnenten ich mache, dann verdiene ich lieber irgendwie an dem Tag irgendwie mehr Geld oder so, ja. Ist einfach so, Leute. Aber damals war es halt andersrum so und da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es sind im Endeffekt eh nur Zahlen, ja. Ob das jetzt 430.000 Abonnenten sind oder wie viel auch immer so, das ist einfach so eine Zahl, die einen quasi so verrückt macht, ja. So, das ist auch ähnlich, was ich auch, das ist, bei mir ist halt auch ähnlich so, Leute, das kann ich euch sagen, wie zum Beispiel bei Mario Götze, Leute, ja. So, das kann jetzt jeder sehen, wer will, aber Mario Götze hatte damals, wo er 18, 19 war, der war so krank, der hatte die beste Zeit seines Lebens, der war einfach absolut heftig. So, dann hat er noch das Tor bei der WM geschossen, ja, was sehr überraschend eigentlich kam, ja, weil zu dem Zeitpunkt hat keiner an ihn geglaubt, aber der hatte so eine kranke Zeit, ja, jeder hat ihn so gehypt, Leute, ja, jeder hat nur positiv von ihm gesprochen, ja. So, und auf dieser Druck bei ihm ist ja jetzt immer noch da. Die Leute haben nur dieses Bild im Kopf, dass er so erfolgreich, so gut ist und wollen das weiterhin so sehen, ja. So, es ist aber normal, es ist menschlich, dass man das vielleicht nicht immer halten kann, so, und dann irgendwann auch unerfolgreicher wird, so. Ja, das ist auch vollkommen okay. Aber wenn man zu erfolgreich war, so, dann wird man halt immer daran gemessen. So, das war bei mir auch eine Zeit lang so. So, das kann ja keiner leugnen, dass ich eine Zeit lang absolut erfolgreich war, Leute, ja. Ist ja einfach so, ja. So, aber daran wird natürlich jetzt auch immer der Erfolg sozusagen gemessen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, vielleicht nur 50.000 Abonnenten hätte oder so, ja, und man niemals meine Vorgeschichte kennt, dass ich sozusagen so erfolgreich, so krass erfolgreich war damals, ja, dann würde es wahrscheinlich erstens keinen interessieren, was ich jetzt für Videos hochlade, ja, dann würde die Leute das wahrscheinlich gar nicht interessieren, und die Leute würden es gar nicht irgendwie als negativ auffassen und so weiter und so fort, ja. Aber dadurch, dass die Leute wissen, wie krass erfolgreich ich mal war, wird es halt, wenn es jetzt nicht mehr so krass erfolgreich ist, dann dementsprechend schlecht oder negativ aufgenommen. So, wisst ihr, was ich meine? Weil die Leute sich dann immer wieder vorstellen, ja, bleib, mach's doch so. Es gibt vielleicht Leute, die das über Jahre halten können, dieses erfolgreich. Ist ja auch vollkommen okay. Gibt's bei Ronaldo, Messi auch, ja. Aber es gibt auch viele, die es nicht so halten können, ja. Da gehöre ich dann vielleicht dazu, Leute. Aber dessen bin ich mir bewusst und damit muss ich dann leben und damit lebe ich auch, ja. So, und damit habe ich auch kein Problem mit. Aber von den anderen Leuten wirst du halt immer daran dann sozusagen gemessen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt dann auch sozusagen so ein negativer Punkt. Der Typ auch nicht hat immer so ein Luxus. Der hat so Glück gehabt. Jeder YouTuber hat irgendwo auch Glück gehabt. Und das ist so ein Privileg, damit seine Kohle verdienen zu können. Und dann gibt es Leute, die treten das so mit Füßen. Da hat er auch recht, Leute. Hat er vollkommen recht. Andere würden sich das vielleicht wirklich wünschen, so viele Abonnenten zu haben oder so. Aber Fakt ist, ich habe mir das ja aufgebaut, Leute, klar gehörte da auch Glück zu, so, dann habe ich ja aber auch das Recht dazu, sozusagen, das mit, wie er sagt, Füßen zu treten oder so, ja, so, ich kann es ja machen, wie ich Bock habe, das hat doch nichts damit zu tun, ob andere das gerne hätten oder andere da vielleicht mehr draus machen würden oder so, ja, so, ich mache es halt so, Leute, ist halt so, ja, und ich habe mir das ja auch so weit aufgebaut, deswegen bin ich meiner Meinung nach auch berechtigt dazu, es so zu machen, wie ich Bock habe. Ja, ich guck mal irgendwie, ist ja meine Sache quasi, auf ja? den Part zu kommen, wo es dann irgendwie nochmal interessant ich wird. Ich mache jetzt zwar YouTube, aber ich könnte eigentlich auch da. Mein Vater war erfolgreicher Versicherungsmakler in Herrn, hat eine große Firma aufgebaut und theoretisch Familienunternehmen. Ich hätte das auch übernehmen können. Ja, fuck it, nein, hätte ich nicht, weil mir das nicht liegt. Ich habe ein halbes Jahr Wirtschaftswissenschaften studiert und gemerkt, Bruder, läuft nicht. Hat er auch recht, ist ja vollkommen in Ordnung, wenn ihm das nicht liegt oder so, ist ja vollkommen in Ordnung, aber er hätte trotzdem auch, das war auch gar nicht der Kern der Sache, der hätte auch irgendwas anders machen können oder sowas, ja, es gibt immer irgendwas noch, was man machen kann. Bei dir, ist nicht deins.
Ist ja okay. So. Alter! So und so und so, sonst kannst du davon. Ja? Ganz easy. Geht's gar nicht. Ja? Schau mal, wo er wieder reagiert, warte. Okay. 8 bis 10 Stunden Arbeit am Tag, Mindestlohn 2 bis 3.000 Euro. Was? Ja. Das hat Monta auch in seinem Video zum Beispiel gesagt, Leute. Wenn ich jetzt 10 Stunden arbeiten würde am Tag, eine Stunde Pause, sagen wir einfach mal 9 Stunden. Du arbeitest 9 Stunden für Mindestlohn, 9 Euro, 9,20 Euro oder was auch immer. Sagen wir einfach mal 10 Euro. Bei den meisten kriegst du sogar ein bisschen mehr, vielleicht auch 11 Euro. Ja, je nachdem. So. Dann, ich habe letztens so noch so einen Beitrag gesehen über so eine Zeitarbeitsfirma, Leute. Du kannst Zeitarbeit machen. Zum Beispiel jetzt einfach nur, ja, da gehst du hin, hast keinen Abschluss oder was, wirst da eingestuft, wenn du Abitur hast und so weiter und so fort, wie ich habe, dann kriegst du da teilweise 13, 14 Euro schon pro Stunde, ja, Zeitarbeit. So mittlerweile ist halt so, dass man trotzdem immer noch sehr gutes Geld bekommt. So, selbst wenn du bei 10 Euro 9 Stunden am Tag arbeiten gehst, Leute, sind das 90 Euro am Tag, ja. Zack, sagen wir jetzt einfach mal, in den meisten Fällen kriegst du sogar noch mehr, ja. Nur mal so, um die Rechnung nochmal zu widerlegen. So, 90 Euro am Tag, dann gehst du 5 Tage die Woche arbeiten. Manchmal sind es 4 Wochen, manchmal sind es 5 Wochen pro Monat, sagen wir mal 23 Tage, durchschnittlich vielleicht 22, 23, so, kommst du auf 2070 Euro, Leute, mit 9 Euro oder 10 Euro Stundenlohn, ja, in den meisten Fällen, wie gesagt, selbst bei einer Zeitarbeitsfirma, wo du, habe ich einen Beitrag drüber gesehen, wo du keine Ausbildung hast, gehst mit Abitur hin oder was, kriegst teilweise schon 13, 14 Euro, ja, so, und dann bist du da noch höher, dann bist du zwischen 2 und 3000 Euro, ja, das nur mal so, um darauf zurückzukommen. Herzubringen. Titel war, keine Ahnung, oh mein Gott, Belgien gegen Deutschland in der Juventus-Turin-Karriere. Und im Video ist es einfach eine komplett andere Karriere. Er spielt ja mit Manchester United oder so. Ey. Manchester United kann nicht sein, Leute, wenn er Manchester City. Das kann sein, Alter. Vielleicht habe ich da irgendwie, keine Ahnung, Titel verkackt, Video durcheinander gebracht. Kann sein, weiß ich gar nicht, Alter. Weiß ich gar nichts bislang von. Vollkommen in Ordnung, aber das ist eure. Halten und die. Einfach, das ist einfach. Wir müssen langsam zu Ende kommen, Leute. Wie gesagt, wer darum. Ja? Spieler kommt zu Barcelona oder ein Spiel. Gerade darum, wie gesagt, ich. Person oder. Wie nett die Menschen sind. Sondern ist der Content gutes, Mann. Was ist das denn? So, hä? Soll ich sagen, ja, Bruder, ey, der verkauft Modplätze. Der hat Packs gefaked. Der hat in den Titel Messi oder Dianier geschrieben. Sein kompletter Kanal besteht aus Werbung. Und er lädt nur Scheiß hoch. Aber ey, der hat mich mal nett angelächelt vor 4 Jahren. Gönnt euch seinen Content. Er hat 3 Millionen Abos verdient. Was? So, Messi geht. Macht auch keinen Sinn, Leute, habe ich auch. Keine Ahnung, nie so gesagt. Wie gesagt, keine Ahnung. Macht jetzt meine. Morgens Augen nicht Brötchen so kaufen, hab irgendwo ich ja gesagt, dass vollkommen in Ordnung ist, wenn es nicht gefällt. Deswegen ist halt wirklich. Ganz einfach. So, wir haben jetzt insgesamt effektiv 5 Minuten geguckt. So, es geht nicht darum, ob irgendjemand das oder das Weltbild hat. Mach vernünftige Videos. Schwachsinn, Alter. Das ist doch so Bullshit, Mann. Erstens, irgendwo auf der Mitte muss ich mir dann auf jeden Fall einen dicken Benzer und ein Haus kaufen. Ja, machen wir so. Fans, du gefolgt. Mann, Mont hat auch mal eine Ansage gegen mich gemacht. Ich kann gar nicht erfolgreich sein. Was ein Bullshit, Mann. Guck mal, ich habe nicht mal wieder meine Haare gemacht. Ja. Ja, Leute, wir müssen langsam ein bisschen skippen, aber, Alter. Sonst geht das Video auch wieder zu lang. By the way, ja, ich habe sowas noch nie gezeigt. Ich habe kein Mobil. Was ist der Punkt? Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Da setzt sich ein Typ hin. Was? Warten, bis ich da einziehen könnte. Aber ich könnte jederzeit da. Fuck der Sache. Okay, ich verspreche mich aber auch häufig. Aber Fuck der Sache ist gut. Fuck der Sache widerspricht auf jeden Fall. Fuck der Sache wusste bislang noch gar nicht, Leute. Also ich wusste nur vom Mont, habe ich einen Punkt ziehen gesagt. Ein Punkt ziehen der Sache mega. Das ist auf jeden Fall sinnbildlich. Was in Zukunft für dieses über irgendjemanden hat. Das ist wirklich ein Mensch. Steckst null Liebe rein, Hauptsache Videos. Gut, Leute, wir müssen langsam zu Ende kommen. Wie gesagt, wir werden da wahrscheinlich eh nicht. Ich habe eine ganz andere Auffassung als er. Er hat eine ganz andere Auffassung als ich, Leute. Wir haben jetzt 3 Videos hier drüber gemacht, Alter, wo ich viele Sachen auch dann nochmal dargestellt habe aus meiner Sicht. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wie gesagt, kann auch sein, dass ihr das gar nicht nachvollzieht, was auch in Ordnung ist. Ja? Wie gesagt, vielleicht könnt ihr es gar nicht nachvollziehen, Leute. Ist auch okay. Vielleicht kann der ein oder andere irgendwas nachvollziehen, auch nur annähernd oder auch annähernd gar nichts. Fakt ist, ich werde es weiterhin so machen. Das ist quasi der Fakt. Ich werde es weiterhin so machen, wie ich Lust habe. Ob das dann jemandem gefällt oder nicht. Gut, das muss ja jeder selber entscheiden, Leute. Ja. Wir haben jetzt lang genug gelabert. Wir haben jetzt lang genug Videos hier gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ist auch okay. Checkt den 2 Kanal aus für die besten Songs. Ihr wisst Bescheid. Ich will es hoffen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein. Und ciao.